Liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zum neuen Video und heute soll es mal um ein Thema gehen, was die meisten von uns definitiv nicht auf dem Schirm haben. Es gibt nämlich unter uns Gartenfreunden auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen und im Gartenalltag vielen Barrieren begegnen. Joachim, kannst du uns mal bitte erklären, was ist das Problem für einen Rollstuhlfahrer, wenn er an so einem handelsüblichen Hochbeet gärtnert? Ja, gern. Ich klappe das mal auf vielleicht für dich, ne? Ja, bitte. Okay. Also erstmal ist das Hochbeet ja schon für viele sehr praktisch, weil es eine komfortable Arbeitshöhe hat. Okay. Wenn man jetzt mit einem Rollstuhl hier dran arbeiten möchte, als Rollstuhlfahrer dran arbeiten möchte, dann muss ich ja irgendwie jetzt hier rankommen. Ich fahre entweder seitlich ran, muss jetzt immer so arbeiten, das strengt mich nach ganz kurzer Zeit unwahrscheinlich an. Oder wenn ich gerade ranfahre, das kann man auch noch mal zeigen. Ach, da sind dann die Beine im Weg. Eigentlich fast nicht mehr. Okay. Handhabbar. Ja, Freunde, und ich will das jetzt einfach mal selber ausprobieren. Ist das tatsächlich so, wie der Joachim uns das gezeigt hat? Also ich habe mir hier einen Stuhl genommen. Und wenn ich jetzt hier sitze, so weit kann ich meine Hände vorstrecken. Wenn ich jetzt natürlich hier hinterkommen möchte, das ist echt sehr schwierig. Und wie gesagt, viele Rollstuhlfahrer sind halt auch ein bisschen in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Also das ist schon wirklich ein Thema, gerade wenn man ein breiteres Hochbett hat. Der Joachim hatte uns ja auch gezeigt, diese Seitwärtsverdrehung, dass das auch extrem schwierig ist. Und für mich jetzt als halbwegs sportlichen Menschen, wenn ich mich so zur Seite drehen muss und hier was machen soll über einen längeren Zeitraum, also so länger als 25 Sekunden, ganz ehrlich, möchte ich hier nichts zu machen, weil das tut schon echt ganz schön doll im Rücken weh. Also wir sehen, so ein normales Hochbeet ist für einen Rollstuhlfahrer keine gute Lösung. Aber ein Glück gibt es da zwei Jungs, die eine gute Lösung für Rollstuhlfahrer gefunden haben. Und ihr seht ja, ich bin nicht in meinem Garten, sondern ich bin nämlich heute in Dresden. Und der Uwe, hi Uwe, danke für die Einladung, Kai Jan, hat mich hier eingeladen, weil die hat eine richtig tolle Idee, um eine Lösung für Rollstuhlfahrer zu kreieren. Und die haben ein Rolli-Hochbeet kreiert. Kannst du uns das mal vorstellen? Was ist das Besondere an diesem Hochbeet? Und wie kam der eigentlich auf diese tolle Idee? Stelle ich gern vor. Der Gedanke war eigentlich, dass wir von unserem Hochbeeten im Jahr 2009 die ersten Erfolge hatten. Bereits 2010 kam dann eine Anfrage, ob wir auch uns vorstellen könnten, für Rollstuhlfahrer das zu konzipieren. Das Entscheidende haben wir schon gezeigt, wie der Joachim da besser arbeiten kann, weil er kann hier einfach mit seinen Beinen drunter. Wir sehen hier den tollen Ausschnitt. Daher war das erste Thema, wir nennen es ein unterfahrbares Hochbeet. Okay, also wir sehen ja hier diese Abwinklung oder wie nennen wir es? Diese Schräge. Das war der Fachbegriff. Wichtig ist eins, wir haben nachher diese unterfahrbare Höhe. Das ist das alles Entscheidende, weil ja Rollstuhlfahrer an den Rollstuhl gebunden sind, hier runterfahren können und letztlich dann auch bequemer gärtnern können. Ja, Joachim, jetzt haben wir es endlich geschafft. Dein großer Wunsch, die Wasserlanze. Ja. Weil natürlich ein Rollifahrer tatsächlich keine Gießkanne schleppen kann. Und damit wiederum Bestätigung beim Gärtnern. Das war das Ziel. Genau, man will ja auch so weit wie es geht selbstständig dann an den Hochbeet arbeiten und auch bis in die Mitte kommen. Deswegen war es mir wichtig, dass es eigentlich auch Werkzeug gibt, was griffbereit ist, dass man das auch gut ablegen kann. Und das ist dann, ich gebe dir das trotzdem genau, jetzt erstmal hier, dass man das ablegen kann, nicht laufend dann hin und her fahren muss, um sich neues Werkzeug zu holen. Ja, und Joachim, du hast ja gesagt, den Moment, als du das erste Mal am Rolli-Hochbeet gearbeitet hast, den hast du bis heute nicht vergessen. Kannst du uns mal erklären, was das, oder kannst du uns vielleicht mal berichten, was für ein Gefühl das gewesen war? Ja, genau. Also schön war, dass man eigentlich jetzt selbstständig im Freien arbeiten kann. Und so ein Hochbeet, wie das jetzt entstanden ist, da sind ja noch ein paar kleine Veränderungen im Nachhinein vorgenommen worden, dass man auch wirklich gut zurechtkommt. Ist das Hochbeet jetzt eigentlich für alle da? Und man kann gemeinsam an so einem Hochbeet arbeiten, egal ob man stehend arbeiten oder sitzend arbeiten. Und für alle, die sitzend im Garten arbeiten wollen, egal aus welchen Gründen, die werden ganz schnell so ein unterfahrbares, barrierefreies Hochbeet schätzen lernen. Es ist einfach ein Produkt für alle. Und ich kann das ja wirklich bestätigen. Also ihr seht, der Joachim sitzt. Und ich stehe, ich kann hier arbeiten und er könnte hier auch arbeiten. Und wir werden noch gleich eine kleine Aussaat jetzt für den Herbst vornehmen. Ich habe ein bisschen Feldsalat mitgebracht. Können wir dann mal noch eine Runde einsehen. Und da können wir uns das mal anschauen, wie das funktioniert, wenn wir hier im Team das Rolli-Hochbeet besehen.
Ja, also man kommt gut bis in die Hälfte durch. Die andere Hälfte kann man dann von der anderen Seite ausmachen. Und damit ist das ganze Beet abgedeckt als Arbeitsfläche. Ja, Uwe, wir machen jetzt erstmal schnell noch die Aussaat hier, den Feldsalat. Wollte ich ja noch mit Joachim zusammen aussehen. Kannst du uns noch mal was sagen, wo lasst ihr das eigentlich fertigen? Weil das ist auch recht interessant, die Geschichte dahinter. Ja, also wir haben uns entschieden, dass wir erstmal Hölzer aus regionalem Holzanbau nehmen, verwenden, konkret Douglasienholz. Und für uns ein sehr wesentlicher sozialer Aspekt ist, dass wir unsere Rollibeete in Werkstätten für Menschen mit Behinderung produzieren lassen, konkret in dem Dresdner Umland. Also hier direkt aus der Region quasi. Also es hat auch kurze Transportwege und so weiter. Kurze Transportwege, Nachhaltigkeitsthema wird gelebt. Ja. Und für uns immer sehr beeindruckend, wenn wir die Werkstatt besuchen, was da auch für Bestätigung und Freude bei der Mannschaft vorzufinden ist. Das ist wirklich, das ist wirklich ein ehrliches Thema. Wir haben im Jahr 2020, Korrektur, für unsere Rollibeete das TÜV-Zertifikat bekommen, war für uns ganz wesentlich, weil ja letztlich ein Gewicht über den Beinen der Rollifahrer ist. Ah, okay. Und diese TÜV-Zertifikatsgeschichte bestätigt, dass das entsprechende Qualitätsstabilität hat. Und auch heute wird da einmal im Jahr eine Warenkontrollprüfung durchgeführt. Extern wird geprüft, ob alles okay ist. Und das macht uns ein bisschen stolz und weckt auch das Vertrauen zum Produkt. Ja, ist auf jeden Fall ein richtig tolles Produkt. Und ihr seht ja, wir sehen hier gerade das ganz einfach aus. Ich im Stehen, Joachim im Sitzen. Wenn jemand irgendwie sagt, okay, er will sich mal über eure Produkte informieren, wo kann er da nachschauen? Ich lasse vielleicht einen Link in der Beschreibung am besten da. Ja, gern. Ansonsten sind wir vertreten auf der Internetseite www.rollibeet.de. Okay. Oder aber mit den klassischen Hochbeeten www.gartenallerlei.de. Wir freuen uns auf eure Besuche. Okay, schauen wir auf jeden Fall mal rein. Gerne. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde mich auf jeden Fall erstmal beim Joachim bedanken, dass du hier mit heute dabei warst. Vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und hat auch mal für mich auch mal irgendwie eine andere Sichtweise auf dieses ganze Thema. Danke, Uwe, für die Einladung auf jeden Fall. Und Joachim, du hattest mir ja vorhin auch gesagt, du bist im Ehrenamt hier in Dresden tätig. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen? Genau, ich bin im Verband der Körperbehinderten der Stadt Dresden seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv. Und für das Rollibeet selber gibt es da auch noch einen sozialen Effekt. Für jedes verkaufte Rollibeet bekommt der Verband eine gewisse Summe, die der Verband wieder zur Schaffung von Barrierefreiheit einsetzt. Es werden nämlich davon Rampen gekauft und diese Rampen werden an Geschäften, Einrichtungen und Ähnlichen vergeben, sozusagen wie eine Dauerleihgabe. Die müssen nur einen kleinen Obolus dafür bezahlen und können dann die Rolli-Rampe verwenden. Okay, wunderbar. Ja, liebe Gartenfreunde, schaut gerne mal in der Beschreibung, wenn ihr da Interesse habt, was da so dahinter steht, hinter diesem Produkt. Und vielen Dank für eure Zeit. Bis bald, euer Robert von Autorando und Joachim und Uwe. Ciao. Macht's gut, ciao.